Silva Assi. Wir sind hier beim Bescher-Treffen in Himmelsee und links und rechts neben mir steht RC Redpack. Hallo! Moin! Die Jungs haben es geschafft, Rampen zu produzieren, die man kaufen kann. Also nicht nur welche, die man vielleicht gebraucht bei eBay Kleinanzeigen oder so findet, sondern man kann die ganz regulär bestellen. Und ich stehe so mittendrin und ja, ich könnte mir jetzt auch zwei davon besorgen und zu Hause ein Video machen, aber warum mache ich das nicht hier? Weil die beiden haben viel mehr Ahnung davon als jeder andere. Ich hoffe, es läuft jetzt nicht irgendjemand durchs Video oder so, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, Jungs, erzählt mal, was ist, was habt ihr da für Rampen gebaut? Was haben wir da für Rampen gebaut? Komme ich jetzt ins Fernsehen? Bingo! Ja, vielleicht kennt ihr das, Rampen zu kaufen ist echt schwierig, ne? Vor allem, jeder kennt die Osprey-Rampen, jeder will die haben, es gibt die nicht. Und wir haben versucht einfach für uns, für unsere Community Rampen herzustellen in Deutschland in einem Verfahren, das nennt sich Tiefziehen. Kennen wir das? Kennen wir ja von den Karosserien. Ja, genau. Richtig. Genau das gleiche, weil die Osprey-Rampen werden im Spritzguss hergestellt und ein Invest von 100.000 Euro will ja so wie die RC-Querlenker und so weiter, ja, wird Spritz gegossen. Genau. Und da haben wir die Osprey-Rampe als Vorbild, den Winkel genommen, das ist hier diese. Sie heißt auch 39 Grad, denn die Osprey-Rampen haben auch ebenfalls einen Winkel von 39 Grad. Hier sehen wir eine Rampe, die ist sogar versandfreundlich. Bedeutet 5 Euro der Versand und nicht 30, genau, wie bei Osprey passt normalerweise. Passt einfach so in die Verpackung rein, in großen Karton von DHL gerechnet und günstig zum Versenden. Ja. Wir haben zwei Versionen eigentlich. Die eine Version ist schmal, die andere ist breit. Die Breite nennt sich Kick. Warum? Da sieht man die beiden auch nebeneinander. Genau. Weil sie einen S-Kick bekommt. Also wirklich, der Heck kriegt da wirklich einen Schlag, dass ein Frontflip da meistens dann das Resultat ist. Das Gute bei der Kickrampe ist auch, dass man nicht den riesen Anlauf braucht, um einen Backflip hinzukriegen. Es reicht auch ein kleiner Anlauf und das Auto wird in die Luft katapultiert. Genau. Okay. Preise? Preise stehen da hinten. Ach so. Einfach mal die schmale, die kosten Huni, die Kick 110 und das Tuning Kit 70 Euro. Wobei wir sagen, ist noch nicht unser Endwunschpreis für die Kombination, weil diese hier und diese, die sind maximal für 1.8 Modelle ausgelegt und dann sieht man hier so ein paar Spezifikationen, nicht schneller als 50 km/h, 7 Kilo, maximal 6S und so weiter. Um diese auf 8S zu bekommen, verwendet man die zusammen, also die steckt man da drauf. Zeig das doch mal. Zeig das sieht schon so aus, schon mal alles vorbereitet hier. Ah, hier, guck mal, endlich mal mit Profis gearbeitet hier. Genau. So, man legt also die Tuning-Rampe hin, packt die 39 Grad Rampe drin, es hält bombenfest. Da sieht man das auch so von der Stabilität, ist ganz anders. Total unseriös, der breitere von euch muss da draufsteigen. Ja, dann los. So, es hält auch tatsächlich mich aus, ne? Da auch. Und da sieht man dann schon, wie es sich ein bisschen wiegt. Es wirbt halt mit, ne? Wobei wir sagen müssen, diese Rampen haben wir natürlich mit X-Max, Kraton 8S, EXB auch getestet. Nur, ich sag mal, wenn wir sie euch anbieten würden und nach 50 Sprüngen die kaputt gehen, dann wärt ihr auch nicht so happy. Deswegen haben wir sie so ein bisschen auf 1.8 beschränkt, 7 plus minus. Ihr habt euch also eine Reserve eingebaut. Ganz genau. Mhm. Ja, diese Rampen testen wir auch ausgiebig da hinten beim Bescher-Treffen. Da darf jeder mal drüber ballern. Probier da mal hin zu zoomen. Und guck mal, das ist einer der Veranstaltungsjungs. Genau. Da hinten stehen sie. Ingo. Ingo ist unscharf. Ja, da gehen wir gleich mal hin und dann gucken wir uns das mal an, wie die fliegen, weil das macht ja viel mehr Sinn. Ja. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht einen ganz bekloppten Fahrer kriegen. Ralle, wo bist du? Ich glaube, ich mache das mit dem Krater nach selber auch. Also was wir jetzt bis jetzt gehört haben von der Resonanz, die rübergefahren sind, die waren echt begeistert, weil die haben jetzt die 39 Grad Rampe da und die fahren das alle gut. Ja. Also Flugverhalten wie Osprey. Ja. Habt ihr mal was zu den Maßen? Höhe, Breite, Länge, Gewicht? Ja, die sind hier ungefähr 50, breit, Absprung 48. Mhm. Das sind aber Versandmaße, damit der Versand wirklich günstig ist.
Hier haben wir tatsächlich eine 70er Breite, das analog zu Osprey? Ja, ganz genau. Nur die versendet sich halt sehr teuer. Ja. Deswegen, das musste man berücksichtigen. Absprung Breite ist hier auch so knapp unter 70, mhm. Ne, weil die sich so verjüngt. Und die Höhe ist immer 34 cm. Mhm. Ja, bei allen. Ja, so, und jetzt möchte mein Zuschauer so eine Rampe kaufen. Wo? Wie? Wo? Wann? Jetzt, in Hemmelsee. Jetzt ist klar. So, wir haben natürlich mit Händlern schon den ersten Kontakt aufgenommen. Mick, verrat mal mit wem. Ja, mit wem wohl? Ja. Kennst du sehr gut, ne? Ja, genau. Also Adrian Metz wird die Dinger verkaufen. Genau. Ihr fahrt da, glaube ich, Montag hin? Ja, also in 2 Tagen fahren wir da hin. Und dann wird es relativ schnell dort erhältlich sein. Ja, sehr cool. Sehr cool, das freut mich natürlich auch. Weil es nützt mir nichts, wenn ich das euch zeige, aber ihr müsst halt irgendwie euch in 17 Shops durchklicken, aber ihr findet trotzdem nichts. Verfügbarkeit ist halt wichtig. Der Adrian freut sich und ich denke mal, in meinen Videos werdet ihr demnächst auch welche sehen können. Da gehe ich ganz stark von aus, weil German Assi Playground kommt morgen. Morgen ist für uns Samstag. Der hat noch drei Rampen für mich. Ja. Und das wird witzig werden. Ja. Wenn Arne dann Spaß damit haben, dann habe ich 6 Osprey-Rampen und 3 Redpack-Rampen, habe ich 9 Rampen und Arne wird es garantiert schaffen, ein Kunststück zu schaffen. Wisst ihr, wie das heißt, wenn man mit Vollgas an der Rampe vorbeifährt? Bergmeier. Richtig! Warte mal, wir fragen mal einen unbeteiligten Zuschauer. Mick da Silva. Nein, pass mal auf, Sascha. Ja, ich weiß Bergmeier, ich habe es gehört von Weitem. Aber inzwischen kann Mick da Silva das auch. Aber volle Kanne, ey. Gut, ich würde sagen, du machst deinen Creighton fertig. Ja. Und dann zeigen wir die Rampe mal in Action. Bis gleich. So, hier sehen wir jetzt die Rampen. Da stehen 6 Stück von der schmalen Version. Die sind mit Kabelbinder zusammengemacht, mit recht breiten. Vorne wie hinten. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und jetzt kommt er mit seinem Creighton und zeigt mal, wie die Flugkurve ist. So sollte man das nicht machen. So schon eher. Oh, er hat ihn kaputt gemacht. Okay, dann müssen wir uns mal mit den Jungs hier begnügen. Oh, der tat auch weh. Da kommt einer. Ja, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Oh. Da gehen wir mal einmal hin. Das war ein Dementor. Und nochmal bitte! Jetzt können wir noch einen dazu gucken. Da kommt der Dementor wieder. Oh. Und der Pivotball ist drin geblieben. Aber er hat die Rampen drin, die Schrauben gucken hier hinten böse raus. Da fehlt schon eine. Da sagt mal einer, ich kann nicht Wartung machen. Feierabend! Ja, ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Da Silva Assi. Ciao, ciao.